Ich engagiere mich seit über 15 Jahren intensiv im Bereich Ressourceneffizienz, Ressourcenproduktivität und Klimaschutz. Wir sind Mitgründer des Klimaneutralitätsbündnisses in Vorarlberg, das mittlerweile sehr viele Unternehmen beinhaltet. Und ich denke, jeder kann etwas tun. Und deswegen bin ich froh, dass ich hier einen Beitrag leisten kann. Ich sehe meine Expertise im Bereich der Prozesse, der Wirtschaft, insbesondere der Möglichkeit der Kreislaufwirtschaft, wo wir ein irrsinniges Potenzial haben, nicht nur in der Verminderung der Ressourcenverbräuche und auch der CO2-Reduktion, sondern vor allem auch als Innovationsmaschine, als Innovationstreiber. Wir können auch mit neuen Randbedingungen, mit neuen Maßnahmen, die vielleicht auch Teil oder ausgelöst durch dieses Volksbegehren sind, eben nicht nur für die Umwelt und für die Nachkommen etwas tun, sondern vor allem Impulse für die Wirtschaft setzen, die hochinteressant sein können und uns im Weltmarkt auch wieder ein Stück nach vorne bringen können. Ich wünsche mir für das Projekt Klimavolksbegehren, dass die nötige Aufmerksamkeit entsteht, dass eben auch auf unterschiedlichster Ebene, politischer Ebene, gesellschaftlicher Ebene, aber eben auch in Unternehmen die Potenziale, die Chancen erkannt werden und wir hier in eine positive Diskussion kommen, was neue Randbedingungen, was neue Ideen bewirken können und werden.